So, dann machen wir auch gleich mal weiter in unserer Truppenausbildungszentrale bzw. der Kommandobasis für den Angriff auf den guten Reynolds. Hier brennt alles. Wir sind in der Wüste. Wohl Wüste. Ja, wir sind in der Wüste. So ein bisschen, noch ein bisschen zu grün für eine Wüste. Hier die kleinen Felder und hier die Felder. Vor allem, warum wächst hier eine Kiefer? Für die Aufwendungen des Krieges. Oh, danke. Das brauche ich. Das kann ich gebrauchen. Du kannst dann leider sterben. Der ist leider in den Angriff reingegangen. Da kriegen sie aber. Wenn die Galeeren darüber sind, greifen sie auch diese Transporter an. Und das will ich ja nicht. So, geht ja mal alle da rein. Wie viel haben wir denn? Haben wir genau 15? Ach, das läuft sich ja gut aus. Wollen wir uns gleich mal ein paar mehr. Wir brauchen einen Marktplatz, der uns Gold beschafft. Das Stein verkaufen wir, genauso wie das Holz. Das brauchen wir nicht. Holen uns mehr Döns und schippern rüber auf die Insel für den erneuten Angriff. Ich geh jetzt mal hier oben an Land. Vielleicht haben wir hier mehr Chancen. Also wir treffen wieder auf eine Kavallerie. Aber wir könnten mehr Chancen haben. Wir gehen gleich mal zu dem Dorfzentrum runter und hoffen, dass sie unseren Rambo Ruhe lassen. So, die Kamelreiter müssen die Berichten Kavalleristen aufhalten und nicht in die Reichweite des Galleons Geschwader kommen, damit sie da angegriffen werden, vernichtet werden und sonst irgendwas. Wir haben eine Reichweite 7, 8, das ist und eine Reichweite von 9, das ist schon viel. So, Kavallerie des Feindes wird weniger, aber auch unsere. Aber ich gehe mal da weiter. Das ist ein Scout, den braucht ihr nicht. Ja. Gebt ihr mal darüber und kippt ihr mal da. So, da ist unsere leichte Verstärkung schon fertig. Die holen wir uns auch gleich rüber. Ich kann hier schon mal landen oben. Er kann halt trotzdem bis zu meinem Rambock bis angreifen. So, genügt es eigentlich, wenn ich jetzt hier das Dorfzentrum zerstöre? Ich heiße es. Die Mission heißt besiegt die Piraten, ne? Hat er eine Burg, das war mir irgendwie klar, dass er eine Burg hat. Aber das heißt nur, dass wir jetzt hier weiter reingehen. Kann die Burg uns angreifen? Ja, kann sie. Okay, die Burg kann uns angreifen, die Schiffe können uns auch angreifen und die Dorfbewohner können nichts gegen uns machen. Interessant, die Schwerkämpfer haben mein Kali. Die Schwerkämpfer haben ein Schiff zerstört. Die Schwerkämpfer haben ein Schiff zerstört. Logisch. Hey. Cool. Schwerkämpfer zerstören Schiffe. Die neue Revolution der Schiffsabwehr. Wir setzen Schwerkämpfer ins Land. Die können Schiffe zerstören. So, wir machen jetzt mal so viele Bürger kalt, wie es nur geht. Wir müssen ja die Piraten zerstören, ne? Sagt uns ja, besiegen sie Reynolds Piraten. Ja, genau. Nicht, dass es eigentlich heißt, wir müssen Banditen zerstören, weil Plünderer hießen ja auch Stürmer. Stürmer als Plünderer. Aber ich denke mal schon, dass es so richtig ist. So, unser Strom darf natürlich nicht enden. Bald sind ein Hafen her, damit ich meine Feuertrieme da gleich beisammen habe. Ich glaube nicht, dass ich die Truppe da fertig machen kann. Obwohl, mit der Truppe hier könnte es gehen. Was macht der jetzt? Nein, die greift nicht. Nein.
Nein, kommt schon, seid nicht so. Ich hasse euch. Blöden. Ach, die Burg muss weg, die Burg muss weg. Der Scout muss nicht weg. Ah, die Burg, die macht dann. Ah, die killt. Da sind halt Dorfbewohner drin, ne? Das ist halt das, was jetzt da Damage macht. Aber wir könnten jetzt Ritter reinschicken und noch einen Rambo. Eine Pike. Okay. Der erste Angriff hat schon mal große Narben hinterlassen. Wir haben das Dorfzentrum mitgenommen, die Burg beschädigt. Aber wenn die Burg down ist, dann haben wir schon mal einen großen Pluspunkt in unserem kleinen Feldzug, sage ich mal. Wir können aber keine weiteren Truppen mehr bauen. Was ist denn los? Was ist hier los? Ach, hier sind wieder Galeeren. Wir haben zu viel Holz, sehe ich. Wir verkaufen das Holz. Wir brauchen ein Holz. Wir holen uns Nahrung. Wir brauchen nämlich Truppen. Viele, viele Truppen. Am besten noch viele Ramböcke. Jetzt habe ich gesagt, wir brauchen viele Ramböcke. Ich habe aber gerade eben das Gold verkauft. Ich bin ein Genie. Ich bin so ein Genie. Ich verkaufe mir das, was ich brauche. Und das, was ich nicht brauche, verkaufe ich nicht. So was macht ihr. Die Fischeboote, die mögen auch keine Arbeit. Die chillen einfach immer nur rum. Aber es ist ja jetzt gleich eh nicht mehr nötig, da ja her die Kriegsgaleonen jetzt endlich geschafft haben, meinen Hafen zu zerstören. Danke dafür. Und meine Ritter sind auch kampfbereit, die Ramböcke auch. Die Angriffskämpfer werden mehr. Dann sag ich mal, mit den kleinen Truppen hier gehe ich gleich mal wieder rüber. Ist jetzt nicht viel, aber das müsste reichen. Ich meine, zwei diesmal Full-Life-Ramböcke gegen die Burg müsste jetzt machbar sein. So, der Scout rennt hier immer noch rum, nichts angreifen. Das ist tödlich, wenn ihr das angreift. Da kommt nämlich schon der erste von den Babos. Aber alleine kann er da auch nichts machen. Das müsste sehr sein, der uns da oben genervt hat. Und währenddessen kommen schon wieder die nächsten, die ich rüber schiffere. Wir brauchen mehr Nahrung. Es gibt keine Nahrung mehr. Vielleicht sollte ich auch einfach mal den Schubkorn erforschen. Wäre doch auch eine Möglichkeit. So, dieser Kackbürger. Ja, das ist echt fertig gebraucht, denn die Burg so schnell zu reparieren. Ist das dein Ernst? Ja, dann holen wir uns gleich mal euch rüber. Ich habe da was gehört. So. Truppen landen. Die Truppen hier sind wieder tot. Aber die Ramböcke leben. Solange die Ramböcke hier leben, haben wir es geschafft. Die werden auch nicht sterben. Solange jetzt keine Kavallerie hinschickt, werden sie nicht sterben. Ich suche jetzt mal hier ein paar Dorfbewohner. So, das habe ich auch schon bedacht. Ich habe hier meine Galeeren. Ah, das ist jetzt die. Ich muss dein Auf unbedingt versenken, Squad. Damit du ja nicht auf meine Insel kommst, die du eh schon angreifst. Ja, die kennt die Squad. So, dann holen wir uns mal die Dorfbewohner. Die Burg geht down. So. Die Burg ist gar nicht tot. Ein, zwei Hiebe. Okay, ein Hieb nicht, aber drei, vier Hiebe. Und mit was werde ich hier angehen? Okay. Die eine Feuertriebe hat es nicht geschafft. Ah, hier sind die ganzen Bürger. Oh, Frischfleisch, muss man sagen, schauen. Die können nichts machen, denn. Glaubt ihr auch kein Gold mehr? Da er keine Truppen baut. Der hat kein Gold mehr. Er kann keine Truppen bauen. Das ist halt das Manko an Anarchie. Einfach abwarten, bis sie kein Gold mehr hat. Schon können sie nichts mehr machen. Jetzt müssen wir nur noch. Alles, was wir entbehren können. Danke! Das kann ich gebrauchen. Das brauche ich nicht, weil ich keine Nahrung habe. Weil meine Nahrungssammler langsam wie Sau sind. Und schon wieder kein Feld haben. Na kommt her. Einmal, zweimal. Und wann wir aufgeben?
Das stellt sich jetzt mir hier die Frage. Wenn ich die Türme einreiße oder den letzten Scout hier töte, kann es sein, dass ich den Scout töte. Willst du, dass ich den Scout töte? Auf jeden Fall kommt der nächste Angriff. Und so schafft man das auch. Leicht immer schöne Angriffswellen angreifen. Also mit einer fetten Klotzarmee einreißen, töten. Und dann fällen und dann wundern, warum dann man kein Gold mehr hat. Immer schön in Wellen. Was sind da unten? Achso, die jagen jetzt den Typi. Ihr strandet hier und macht den Turm platt. Schon wieder im Feld. Was ist denn los mit euch wieder im Feldern? Ich sehe nichts an Nahrung reinkommen, aber die Felder sind ihm abgeerntet. Komisch. Sehr komisch. So. Ich bin ja gespannt, wann er aufgibt, denn ja, ich raufe ja hier schon ein bisschen rum an dem. Ich meine, er kann ja nichts mehr machen. Da hat er noch eine Galeone. Na komm, kann ich hier die Galeone. Der Turm ist weg. Dann holen wir uns den Schießplatz. Den Schießplatz. Schießanlage. Nicht Schießplatz. Die Schießanlage. Könnt ihr den töten? Wenn ihr so gutherzig seid. So, der ist weg. Also, bis jetzt will er noch nicht aufgeben. Also, er hat irgendwas in Reserve. Oder irgendwas in Reserve? Ich sehe eigentlich nichts. Nee. Ich sehe eigentlich nur die Gebäude. Muss ich jetzt wirklich alle Gebäude vernichten? Er zwingt mich dazu. Naja. Und noch zum Thema ansprechen will, wer sich gewundert hat, dass in Star Wars nur ein Teil hochgeladen wurde, liegt einfach daran, dass ich die anderen Teile, die habe ich fertig, aber wenn ich sie hochladen will, bekomme ich immer eine Fehlermeldung, irgendwie Internetprobleme, kann nicht hochgeladen werden. Also jetzt muss ich schauen und wenn man es... Ich lade ja meistens über Camtasia hoch, aber ich mache es jetzt auch mittlerweile über YouTube. Über YouTube ist ja noch schlimmer, da zeigt er mir daran, dass es über 1000 Minuten oder so dauert. Für ein Part. Darum werde ich jetzt mal schauen, was ich noch machen kann, dass ich ein bisschen kürzer wird. 1000 Minuten ist ja dann schon eine Zeit. Schon ein bisschen, da muss ich jetzt nicht. Jetzt tut er den Scout, komm. Zwickmühle und umbringen. Ist ja nicht so schwer. Ich werde wohl jetzt einen Scout töten können. Stimmt, liegt es an den Scout. Wenn jetzt nur der eine Scout tot ist, wird er aufgeben. Wenn sie ihm nachkommen. Warum stirbt er eigentlich hier? Ich werde mir jetzt wohl nicht sagen, dass er den Scout nicht nachkommt. Warum schickt er eigentlich so eine heftige Kavallerie als Scout los? Wo ist sie? Sie ist weg. Ah, da war sie. Da war sie. Zwickmühle. Der kommt jetzt. Ah. Zwickmühle, los, hopp. Leute, los. Rein. Nein. Habe ich noch mehr Truppen? Ja, ich habe noch mehr. Schnell. Wo geht er lang? Da geht er lang. Ab. Nein. Ach, die jagt nach dem Scout. Die sind fertig. Und uns Kamelreiter. Wenn sie normalen Einheiten nicht bringen, dann müssen es Kamelreiter sein. So, was könnt ihr jetzt einreißen? Ihr könnt ihn das da einreißen. Ich hoffe mal, der kommt jetzt von da. Da kann eigentlich nichts anderes kommen. Ja, da ist er. Jetzt ist er tot. Jetzt ist er. Der kommt wieder weg. Oh Gott. Die jagt noch den Scout. Teil 2. So. Es liegt bestimmt an diesen eine Einheit. Ja, diese eine Einheit und wegen der will er jetzt nicht aufgeben oder was? Wegen dieser eine Einheit. Na komm. Kann doch nicht sein, dass er jetzt so lange überlebt. Danke. Er hat immer noch nicht aufgegeben. Gibt es noch eine Möglichkeit? Er hat Schiffe. Er hat noch irgendwo
Schiffe platziert, die ich jetzt zerstören muss. Oder er ist einfach ein Arschloch und sagt sie, du reißt mir jetzt die ganze Base ein und dann gebe ich auf. Dann hast du mich besiegt. Eins von beiden wird sein. Ach, hier ist zum Beispiel schon mal ein Schiff. Und hier haben wir auch ein Schiff. Das brennen wir nieder. Also den Posten hier brennen wir nieder. Und ich weiß auch nicht, wann wir so als großartig tun müssen. Ich meine, Stützpunkt habe ich eingenommen. Er kann ja in dem Sinne nichts mehr machen. Ja. Soll ich die die Banditen noch besiegen? Kann ja gar nicht sein. Zerstört einfach alles, was ich von dem Blauen sehe. Muss man jetzt auf die Zeit achten. Ja, wir sind schon wieder einiges drüber, um 15 Minuten. Dann beende ich den Part wieder mal. Sollten wir mal wirklich mal angewöhnen, den scheiß Timer zu setzen. Bis zum nächsten Part.